just say. Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ihr achtet mal Leute jetzt auf die Szene von diesem Gameplay. Ich wurde so angehittet von der Semtex-Granate, dachte mir so, what the fuck, hab ich ein Glück? Aber es geht noch weiter mit dem Glück. Ich gebe denen den Turn-On, gebe dem nächsten Jobshot und dachte ich mir schon, okay, 4 vor Campstrike, jetzt werde ich es auf jeden Fall packen. Was passiert? Ich werde weggeprefired um die Ecke. Wenn ich diese Szene schon wieder so sehe, ne, dann werde ich schon wieder so aggressiv von diesem Spiel. Das glaubt ihr mir nicht. Call of Duty Ghosts ist mit Abstand das Call of Duty, was mich am meisten aggressiv macht. Schreibt es mal in die Kommentare, welches Call of Duty euch am meisten aggressiv macht. Mich auf jeden Fall Ghosts. Also, keine Ahnung, man stirbt einfach so oft von hinten oder von der Seite. Es ist echt... Es ist einfach schrecklich, sage ich mal. Und ja, ich habe auf jeden Fall hier gespielt mit der AK-12 Magazinerweiterung und Schalldämpfer. Und ja, leider bin ich 4 vor Cam gestorben am Anfang auf 20-0. War auf jeden Fall ziemlich bitter. Aber direkt im Anschluss nach dem Tod habe ich dann den Campstrike trotzdem noch erreicht. Also heute mal ein Double Campstrike Fail. Ist eigentlich ein richtig gutes Gameplay, vor allem auf der Map Stormfront erspielt. Weil eigentlich sind ja alle guten Gameplays auf Strike Zone und so weiter spielt. Vielleicht ab und zu auf Warhawk, Freight und so weiter. Aber Stormfront sieht man echt richtig selten. Ich weiß gar nicht, ob irgendein YouTuber schon einen Campstrike hochgeladen hat auf diese Map. Ich bin mir nicht sicher, aber ist auch egal, scheiß drauf. Und ja, an ein paar Stellen habe ich dieses Gameplay gecuttet, weil ich bin teilweise so eine Minute rumgelaufen, habe gar keinen einzigen Gegner gefunden. Also wundert euch nicht, weil nicht, dass ihr einschlaft, weil kein Plan. Manchmal läuft man einfach so 2 Minuten rum auf irgendeiner Map und findet keinen Gegner, weil die Maps halt einfach viel, viel zu groß sind. Vor allem auf so Maps wie hier, wie gesagt, Stormfront, Chasm und so weiter. Da ist teilweise richtig langweilig, aber... Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt dieses Gameplay trotzdem. Hier an dieser Stelle dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt mitten durch die Map wieder laufe, dann werde ich bestimmt von irgendeinem spastigen Sniper weggesniped, der mit Thermalvisier oder so spielt. Und dann dachte ich mir, komm, dann wähle ich lieber diesen Weg außen herum. Und das habe ich dann auch gemacht, bin halt auf Nummer sicher gegangen, hier den Typ noch weggeholt. Und ja, jetzt hatte ich nur noch ein paar Schüsse, glaube ich. Und ja, jetzt musste ich auf jeden Fall, Leute, die 100er Prezi auspacken, weil in so einer Situation darf man einfach nicht mehr veraimen, weil man muss echt jeden Schuss treffen, weil man weiß ja nicht, man braucht ja ab und zu noch ziemlich lange, bis man das nächste Plünderer-Paket findet. So, hier habe ich es auch schon gefunden. Und ja, dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Muni, jetzt muss ich auf jeden Fall den Campschlag erreichen. Ist mir dann auch gelungen, aber Leute, es war so knapp am Ende. Ich wäre doch fast 1 vor Campstrike gestorben wegen einer Nade. Und ja, aber trotzdem habe ich mal ausnahmsweise Glück gehabt, auch wenn es jetzt hier ein bisschen mehr hätte werden können, es wäre auf jeden Fall richtig krass gewesen, hätte ich hier einen Double Campstrike geschafft auf so einer exotischen Map, sag ich mal. Ich habe hier übrigens zusammengespielt mit dem Nils und mit dem Muscle Scorpion, aber ich glaube, die haben, glaube ich, gar nichts gerissen in dem Gameplay. Ich glaube, der Nils hat mit Sniper gespielt und der Marcel hat die ganze Zeit so gesagt, ey, lass quitten, die Gegner sind so scheiße und so weiter. Und ich habe keinen Bock auf so eine Map zu spielen, aber... Ja, ich habe dann eben gesagt, komm, lass drin bleiben, Marcel, ich bin auf einer ganz guten Streak. Und zum Glück hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir dann doch noch drin geblieben sind. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Jetzt bin ich noch, glaube ich, 2 vor Campschlag, jetzt bin ich 1 vor. Und ja, achtet mal hier, werde ich angehittet von der Nate. Kill den anderen noch aus dem Liegen. Oh, zum Glück, Alter, ohne Scheiß. Also Leute, hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Hier aktiviere ich jetzt noch den Campstrike. Und ja, bis zum nächsten Mal.